Es wird mal wieder Zeit, so ein bisschen auf dicke Brocken zu gehen, allen. Heute mal wieder schön entspannt am Wolchow unterwegs. Und ich habe mir gedacht, da geht man doch am besten schleppen. Und wenn man so ein bisschen in die Rekorde reinschaut, sieht man auch gerade ganz gut, welche Köder hier funktionieren. Also pumpen wir raus. Ich bin hier ausgestattet mit zwei Routen, komplett auf blaue Snatcher. Gehen wir aber im Detail gleich auch nochmal drauf ein. Und ich habe hier gerade die erste Runde gedreht. Ich war zuvor noch am Ladoga, nicht am Archipel, sondern am Ladoga Oldschool sozusagen. Habe mir gedacht, komm, da muss man doch auch mal eine Runde schleppen. Das war doch in der Vergangenheit auch immer eigentlich ganz gut. Und es war nicht so gut. Ich habe da ein bisschen rumprobiert, ich habe da verschiedene Köder getestet. Und es war tatsächlich nicht so geil. Und aufgrund dessen habe ich mir gedacht, komm, Alter, ich habe gerade ein bisschen Bock auf Schleppen. Schön entspannt hier ein paar Runden drehen. Zumal ich zuletzt wieder so viel auf Karpfen und beim Grund- und beim Plumpsangeln unterwegs war. Da wird halt mal wieder Zeit hier auf ein bisschen kampfstarke Lachse oder sowas. Das ist halt geil. Ja, und da habe ich mir gedacht, komm, ab zum Ladoga. War aber nichts. War leider nichts, war nicht so geil, einfach nicht vielleicht den richtigen Köder gefunden. Leider nicht ein Ladoga-Saibling. Ein atlantischer Lachs war dran, aber das war es dann auch leider schon. Ja, und da habe ich mir gedacht, komm, ab hier zum Wolchow, da kann man doch mal hin. Und guck mal da, auf der anderen geht es auch gerade rein, so muss das. Und wo schleppt man am besten? Klar, hier schön in der Mitte zwischen den Inseln. Oh, der hat aber Bock, ey. Der hat aber Bock. Bremse auf 28. Habe ich das falsche Vorfach dran gemacht oder so ein Blödsinn? Mach mal keinen Scheiß hier, ey. Ich drehe nochmal eine Runde. Das ist halt das Miese beim Drillen, aber es ist ja gleichzeitig auch das Geile beim Drillen auf dem Boot. Man kann immer schön drumherum fahren um den Fisch, wird quasi nicht leer gezogen. Ähnliches wie beim Wälzpumpen vielleicht auch oder sowas. Einfach immer schön um den Fisch herum, die Spannung natürlich immer aufrechterhalten und dann ranpumpen die Dinger. Und auch da natürlich versuchen, nicht zwingend in den roten Bereich zu gehen. Ne? Also nicht, dass man da ans Limit geht. Man will ja auch die Ausschlitzchance nicht unnötig erhöhen. So, jetzt hat er wieder die Chance gehabt abzuhauen. Das ist halt immer mies, gerade bei Forellenartigen, bei den Lachsen. Sobald man quasi mit der Schnur direkt gegenüber, also senkrecht oben drüber ist, haben die Chance nach unten hin abzuhauen. Wenn man immer halt so ein bisschen schräg zieht und man zieht die quasi immer zu sich ran, haben die weniger stark die Möglichkeit, guck mal, da kommt er, weniger stark die Möglichkeit, jetzt aus diesem Winkel zum Beispiel jetzt gerade nach unten hin abzuhauen. Er versucht's. Aber, ne, ich kann ihn doch nicht halten. Alter, der hat Bock. Aber die kleineren schaffen es dann halt schwieriger nach unten hin abzuhauen. Und ich habe ihn auch schon wieder. Weil dieser Winkel einfach zu steil ist für die. Alter, ey. Der hat Bock. Ich mache jetzt, glaube ich, mal aus eben. Motor aus. Und jetzt stelle ich mich hin. Nochmal einen härteren Winkel. So. Dass er nicht so leicht runter kann. Bisschen ranpumpen hier. Geil, Alter. Schon lange nicht mehr auf Lachs gewesen, habe ich mir gedacht. Deswegen muss das mal sein hier. Endlich mal wieder hier zum Wolchow. Und abziehen hier die Brocken. Alter, was ist da denn? Ist das ein Ladoga sogar? Komm ran hier. Ich muss nochmal pumpen. Und jetzt tatsächlich, ey. Alter, mit 9,3 Kilo?
Wie ist er denn drauf, Alter? Er ist ja richtig boosted. What the heck? Geil, Alter. Mit 9, irgendwas. 9,3 Kilo? Und geht so ab? Da stimmt doch was nicht. 31 Kilo Vorfach? Alter, was haben die gemacht? Da ist doch was im Argen. Hat da irgendwer an der Tagara rumgefuscht? Das ist ja ein Dingeln. Wurde die Tagara genervt oder was? Guck mal, der mit 4, okay, der wurde einfach gezogen. Das ist ja der Oberhammer, Alter. Als ob ich da den Fisch nicht rauskriege oder was? So, schnell wieder raus damit. Wir wollen ja ein bisschen Kohlen machen. Den auch direkt schnell wieder raus. Zack, und wir gucken mal eben rein. Verschleiß. Die Haken, die sollten es auf jeden Fall packen. Verschleiß, Bremse, 5%, das ist ja gar nichts. Das ist aber ein Dingen, Alter. Das ist aber mal ein Dingen. Ich hatte gerade schon einen Rapfen. Also wir gehen mal eben kurz rein. Also die Basics. Wir sind hier am Wolchow. Schön in der Mitte, dieser dunkle Bereich. Man sieht das ja immer ganz gut. Also man kann hier irgendwie so rumfahren. Hier eine Kurve, hier so eine 8 quasi kann man immer rumfahren. Oder hin und her, ne? Also wie man halt gerade Bock hat, so in diesem Bereich, geht immer ganz gut. Man kann auch mal probieren, hier unten lang zu brettern. Zwischen dem 8er und dem 10er Loch. Oder auch ab und zu mal hier in diesem Bereich. Also das sind so die drei ganz klassischen Stellen zum Schleppen. Manchmal geht es sogar hier oben. Selten fahre ich sogar bis hier oben hin. Das war alles mal, aber ich glaube, so richtig effektiv war es nie. Die Kernregion ist hier, beziehungsweise sogar nochmal eher hier zwischen den Inseln oben. Da ballert es häufig mal rein. Genau, ich drehe auch schon wieder. Und dann natürlich hier die klassischen Fische, also Zielfische. Hier sind Rapfen, atlantischer Lachs und natürlich jetzt seit nicht allzu langer Zeit, aber eben auch drin, der Ladoga-Lachs. Und ja, die wollen wir hier natürlich ziehen, denn die bringen ganz gut Kohlen. Wenn wir mal eben reingucken hier, ich hatte die ersten Bisse oder sehr viele Bisse waren ratzfatz auch hier die Hechte dabei. Das hier war gerade alles noch Ladoga mit den Stinten, ein atlantischer Lachs dabei, aber der Rest, das war dann nicht so gut. Der atlantische übrigens auf diesen X, wir können ja mal reingehen, hier ist es X-Chart 65, der kleine sogar, so ein gelblicher von diesen neun, die auf die Weihnachten rauskamen, die X-Charts. Ansonsten, wie gesagt, Rapfen ist halt interessant, Hecht ist auch da, heißt also aufpasse, nicht zu zaghaft reingehen hier mit dem Vorfach. Ich bin jetzt hier mit 31,5 Kilo Fluorocarbon unterwegs, funzt ganz gut. Man kann auch vielleicht ein 35 Kilo Fluorocarbon nehmen, wenn man sich da ein bisschen unsicher ist. Aber so in diesem Bereich sollte man schon hier reingehen, damit man da auch relativ durchbisssicher ist. Relativ deswegen, weil hundertprozentig ist man es auch damit natürlich nicht. Aber da muss es schon ein ganz gewaltig dicker, fetter Hecht sein, der dann da reingeht, um so eine Schnur durchzubeißen. Das Risiko gehe ich einfach ein. Dafür, ja, so ein bisschen Risiko muss man halt haben, ne? Von den Snatchern, hier hatte ich jetzt gerade den Rapfen drauf. Der erste Rapfen sofort. Und bei den anderen, auch da hatte ich die Puschelhaken drauf. Ich glaube, man muss sie nicht mal, ach nee, hatte ich gar nicht. Ich glaube, ich hatte hier einmal nicht Puschelhaken und hier hatte ich Puschelhaken drauf. So war das. Genau, im Test. Ob Puschel besser ist oder nicht. Oder was besser läuft. Puschel, ohne Puschel und so weiter. Ne? Muss man halt immer testen. Zack, da geht der nächste rein. Sehr gut. Geht nicht in die Bremse. Heißt also, nicht ganz so dick und fett. Macht aber alles nichts. Guck mal da. Hecht nehmen wir alle gerne mit. Hecht nicht schlecht. Die wollen wir alle haben. Man kann auch mal versuchen, da hinten durch diese Passage hier. Ne? Einfach hier durch diese kleine Stelle.
Wenn es dunkel wird, kann man sich auch hier ganz gut hinstellen an dieser Stelle und in diesem kleinen Kanal, der da ist, einfach mal ein bisschen jiggen. Es können natürlich auch Welse reingehen oder hier in dem Bereich auch die Zander in der Nacht reinballern. Auch das übelst effektiv, wenn man da mit der normalen Jig-Montage dran ist, mit Gummiködern dann. Und ja, gib ihm. Schön auf Zander gehen, um dann einfach die Stunde, die man ja das Boot hier gemietet hat, noch effektiver nutzen zu können. Ne? Das heißt, in der Zeit, wo man hier unterwegs ist, tagsüber, also in den Morgenstunden bis, ich sag mal so, ungefähr 23 Uhr, dann auf Lachs und Co. Und dann der Wechsel in der Nacht auf Zander. Einfach schön durchjiggen. Die Zander sind zuletzt ganz gut reingegangen auf die Quicker. Waren das die Quicker? Ja, es waren die Quicker. Die Quicker in 4, also grün, hier unten sind sie. Grün oder pink. Grün läuft eigentlich immer ganz gut. Einfach die Dinger mal reinballern. Kostet nicht die Welt und kann man lange verwenden. Die funktionieren halt lange ganz gut. So, jetzt machen wir hier wieder die kleine Kehrtwende. Ja, und dann geht das eigentlich so die ganze Zeit hin und her. So soll das sein. Einfach entspannt hier durchschleppen. Man kann natürlich auch möglichst viele andere Köder testen. Was halt immer wichtig ist, wenn ihr hier an dem Gewässer seid oder wenn ihr an einem Gewässer mit Kunstködern seid. Ich ändere das hier gerade nochmal eben. Das heißt, man guckt in die wöchentlichen Rekorde. Jetzt in dem Fall waren wir ja hier ein bisschen mehr, vielleicht sogar noch auf dem Ladoga-Lachs unterwegs. Und hier sehen wir schon am Wolchow längliche Köder. Und die bläulichen sind drin, aber auch der längliche Minnow, der Balsaminnow, der selbstgebastelte. Jetzt gehen wir nochmal auf den atlantischen Lachs. Wie sieht es da aus? Ist der vielleicht auch hier schon in groß gefangen worden? Atlantischer Lachs. Nee, alles nur am Archipel, die großen 30 Kilo Dinger. Also, dann müssen wir uns hier mit den Daten begnügen. Vielleicht ist RF4 ja irgendwann mal so geil und so gnädig und implementiert einen wöchentlichen Rekord, eine wöchentliche Rekordliste nur pro Gewässer sortierbar. Also das heißt, dass man nicht nach wöchentliche Rekorde allgemein guckt, sondern Wolchow wöchentliche Rekorde, weil das ist ja interessant. Was funktioniert da? Gerade für diese ganzen Köder, die halt in den wöchentlichen überall funktionieren. Man kann ja gar nicht mehr gucken mit dem Rapfen, mit dem Döbel, was auch immer, mit den Zander. Klar, das wird immer nur in den High-Level-Gewässern gefangen. Gleiches zählt auch für Aaland oder sowas. Das ist immer nur Bernsteinsee. Hier haben wir mal eine Ausnahme. Aber Bernsteinsee, wo fängt man denn mal so einen Aaland? Den gibt es ja auch an zig anderen Gewässern. Wie sieht es denn mal aus mit dem Windenbach-Aaland? Auf welche Köder fängt man den? Das ist doch interessant. Das ist doch auch eine wichtige Information. Und das wäre halt mega geil, wenn sowas implementiert werden würde. Vielleicht kommt ja sowas irgendwann mal. So, wir haben jetzt die Information längliche Kunstköder. Also, gehen wir mal rein auf die Kunstköder. Wie wär's denn mal mit dem Terminator? Den habe ich auch schon lange nicht mehr in der Hand gehabt. Terminator in 10 und wir nehmen den auch mal in blau. Ne, der zu olle ranzige Haken, den nehmen wir nicht. Terminator habe ich einen mit besseren Haken. Hat der bessere Haken drauf? Hat er. Immerhin Puschelhaken, 1er groß. Dann ballern wir den jetzt auch mal mit raus. Auch hier haben wir jetzt quasi das gleiche Schema. Ne? Länglicher Köder, etwas andere Tauchtiefe natürlich. Ähnliche Farbe, ähnliches Farbschema. Wobei Farbschema klar auch wichtig ist, aber primär natürlich auch erstmal muss es von der Optik ja funktionieren. Ja, und dann geht das jetzt los. Zack, wieder schön die nächste Runde drehen. Alter, es ist gerade richtig windig. Ich merke das gerade, dass das hier, man treibt so ein bisschen ab, ey. 10 Knoten, richtig der Sturm hier, ey. Krass. So ein bisschen dagegen halten hier gegen den Wind. Und da ist auch schon direkt der Biss. Vielleicht erstmal nur ein kleiner Hecht oder ein Oller Barsch oder was. Aber das ist auch schon der nächste.
Jawohl, kleiner Hecht, immerhin maßig. Ja, und so geht das dann hin und her. Und so soll das dann laufen. Wie gesagt, im Idealfall. Jetzt drehen wir hier nochmal eben die Runde. Direkt wieder zurück. Automatisch das Schleppen wieder rein. Zack. Man muss auch gar nicht so ganz weit auswerfen. 10 Meter reichen theoretisch. 10, 15 Meter, damit diese Scheuchwirkung vom Boot, der Motor, die Scheuchwirkung und so, dass das nicht da ist. Und dann lübt das. Was man noch zusätzlich machen kann, wenn man hier mit 3 Routen aktiv ist, natürlich eine Route aktiv führen. Das heißt, man kann zwischendurch mal den Bügel aufmachen, abspulen lassen, zumachen. Zack. Dann zieht er, also der Effekt ist, der Köder ist locker. Wenn das ein auftreibender Köder ist, geht er halt hoch. Man macht den Bügel zu und zack, zieht er wieder runter. Alleine diese Aktion triggert gerne mal. Häufig allerdings auch die Hechte. Dann kann man was machen, man kann hier die Einholgeschwindigkeit relativ hochstellen und zwischendurch kurz reingehen. Zack, hier haben wir dann das Twitchen stehen. Ja, ist alles da, ist verdeckt. Also hier unten steht dann das Twitchen auf der Actionbahn. Das heißt, wir sind dann auch hier in einer aktiven Führung drin. Auch mega effektiv, dass man dann damit eben nochmal versucht, zusätzlich Attraktivität zu schaffen für diesen Köder. Gerade hier rechts war ja kurz was dran, ist aber auch leider wieder abgezuppelt. Vielleicht einfach irgendwie nur kurz gebissen. Vielleicht war es ein zu kleiner Hecht oder sowas. Und dann ruppt das mal ganz kurz und ist auch direkt wieder weg. Das wäre vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit. Das muss ich nochmal machen. Ich habe ja jetzt zuletzt die... Vorfachlängen deutlich reduziert wieder. Für Fische mit hoher Frequenz. Das werde ich auch nochmal testen. Gerade auch fürs Schleppen kann ich mir das ganz gut vorstellen. Denn es gibt ja den Bericht im Forum, dass dieses Ausschlitzen, also eine sehr hohe Prozentzahl des Ausschlitzen passiert, ohne dass man als Spieler mitbekommt, dass da ein Ausschlitzen stattgefunden hat. Heißt also, es schlitzen Fische aus, bevor es im Chat steht. Wenn sie nicht ausschlitzen würden, hätte man ja eine höhere Frequenz. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ein sehr, sehr krasser Punkt sogar. Das heißt also, wenn man die Chance doch hat, mit einem kürzeren Vorfach quasi die Frequenz zu erhöhen, weil ja nicht so viele ausschlitzen, also ohne eine Meldung, dass da Ausschlitzen kommt, ohne dass man überhaupt was mitbekommt, hat man effektiv eine höhere Frequenz. Ganz wichtiger Point, werde ich auf jeden Fall auch nochmal testen hier beim Schleppen, ob sich da was tut. Vielleicht, also ich bin jetzt glaube ich hier mit 60er, genau, vielleicht gehe ich mal runter auf 20 cm, 25 cm, zack, Biss. Vielleicht ist das tatsächlich auch nochmal deutlich effektiver, dass dann hier die dickeren Brocken reingehen. Ja, so viel dazu. Ich würde sagen, ich schleppe jetzt hier noch ein paar Runden. Ich meine, so zum Zugucken ist das ja jetzt auch nicht super spannend. Ich glaube, ich habe das Wichtigste gesagt. Die wichtigsten Punkte abgehakt. Das Set habt ihr gesehen. Geht hier nicht mit einem kleinen Set ran. Irgendwie im Level, keine Ahnung. Also unter 20 kommt man hier eh nicht hin. Gönnt euch erstmal ein vernünftiges Set. Vielleicht besser sogar eine gepimpte HSV. Also mit 17 Kilo Tragfähigkeit, darunter mit 15 Kilo ist es schon echt tricky. Ihr habt gesehen, wie lange ich im Drill war hier mit der Tagara und das war nur so ein kleiner Lachs. Apropos Tagara, wenn euch das auch irgendwie komisch gerade vorkommt mit der Tagara, gerne mal auch unten in die Kommentare reinschreiben, wie es da aussieht. Beim Karpfenangeln hatte ich da tatsächlich wenig Theater mit. Ich habe relativ dicke Brocken jetzt zuletzt auch rausziehen können am Bernie, ohne viel Theater. Aber beim Schleppen, bei Lachsen, auch tatsächlich irgendwelchen Saibling und sowas, ballert das auf einmal ziemlich wild rein. Eigenartig, oder? Petri, ihr Lümmels, zieht raus die Brocken, gönnt euch ein paar dicke, fette Lachse. Alter, ich will hier so eine Trophy. 14 Kilo Trophy wäre nicht schlecht. Bis dahin, bis zum nächsten Mal im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags ab 19 Uhr.